Herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed. Wieso laufen die denn weg? Dead Kings. Die Stimme ist irgendwie ein bisschen murschel gerade. Habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht warum, vielleicht werde ich krank oder sowas. Aber wir starten heute mal mit einigen Nebenmissionen. Das ist die Haut des Königs. Friedhöfe sind eine nicht versiegende Materialquelle. Allerdings bietet eine Leiche, die schon ein gewisses Alter erreicht hat, kaum etwas, was für Leder Nutzen sein könnte. Ihre Eigenschaften sind recht dürftig. Das Leder verträgt weder Streckung noch Benetzung. Okay, dann schauen wir mal hier auf dem Friedhof. Oh, da ist noch ein Buch. Sehr gut. Ja, komm schon, jetzt lass mich hier in Ruhe das Ding lesen. Geht doch. Ob er sich versteckt. Und fresst das Fleisch meines Volks. Und wenn ihr ihnen die Haut abgezogen habt, zerbrecht ihr ihnen auch die Knochen. Ihr zerlegt es wie in einem Topf. Und wie Fleisch in einem Kessel. Die Bibel wurde signiert von Monsieur de Saint-Jeans, dem würdigsten Besucher, der meine Geberei ja je betrat. Was hast du vor, hey, wir haben jetzt die andere Waffe. Was zum Teufel? Das ist ja abgefahren. Was macht denn das Schwert für abgefahrene Sachen? Das war irgendwie schon ziemlich cool. Nice. Hat er die geblendet oder was macht das Ding? Wie cool. Wohin wollt ihr laufen, toter Mann? Aus meiner Schießalte. Ein Pil. Da vorne hin. Hey. Oh, ein Dieb. Muss ich gar nicht. Mach doch selber. Nee, nicht zu dem Ausrufezeichen, zum grünen Punkt. Ist der nicht auch irgendwann? Entschuldigt. Haben wir die Obdachlosen aufgeweckt und. Die beiden sollten wir da drüben vielleicht ausschalten. Cool. Sehr cool. Brumarie, 1793. 14. Brumarie, 1739. So, rum. Ich habe endlich die Bindung für dieses Tagebuch gefunden. Was könnte besser geeignet sein, als
Umschlag als mein größtes Meisterwerk. Als die vom Alter geschwärzte Haut des Sonnenkönigs. Was? Blablabla. Ein Beauftragter des Abgeordneten Saint-Georges hat mich aufgesucht. Er schien sich für meine Arbeit zu interessieren, doch schien es ihm Ungemach zu bereiten, mit mir in der Schenke zu speisen. Rattenfleisch, sagte er. Ein rückgratloser Pariser mit viel zu noblen Mantel. Ja. Es fühlt sich warm an. Menschenhaut des Sonnenkönigs. Dieses krass. Buch ist in Menschenhaut gebunden. Ich muss den Gerber finden, bevor mehr sterben. Die hatten damals abgefahrene Ideen. Und dass sich auch Leute dafür interessieren. Ich hätte in Paris bleiben sollen. Hatte eine Abmachung mit sehr feinen Herren. Dann verfolgen wir ihn mal. Ich produziere für einen äußerst kleinen Markt. Was machst du da, Arno? Wie ist die Beute da unten? Habt ihr schon was gefunden? Es wurde bereits alles gestohlen. Die guten Zeiten sind vorbei. Ihr habt recht. Aber ich hörte, ihr habt andere Dinge gejagt als Gold. Ich weiß nicht, was ihr meint. Entschuldigt. Ein Mann ist uns von der Taverne aus gefolgt. Helft ihr uns? Okay. Der hat mich echt bemerkt. Krass. Information we need to find. Ist auch nichts. Ah, hier unten. Oh. Liste. Bla bla bla. Muss Paris noch einmal besuchen. Für den ist es schon zu spät. Oh. Direkt Zugang in die Kanalisation. Ja, so kann man auch die Menschen verteilen. Entsorgen. Ach, noch mehr Leichen oder was liegt da? Ja. Na, was fingert der da raus? Ich werde dich häuten. Den Gerber getötet. Und ihr habt ihm dabei geholfen, das geht gar nicht. Ich mach's auch schnell. Alles klar? Alles klar? Alles klar? Können wir ja wieder raus. Und schauen uns die nächste Geschichte an. Beziehungsweise vielleicht auch einen Mordfall. Mal schauen.
So, in der Windmühlenbäckerei. Wie viele Leute der hier einfach liegen hat. Unmenschlich grausam. Dass es auch niemand riecht, das muss man doch. Muss so eine Art Duft entwickeln, die ganzen Leichen hier. Haben wir noch eine Truhe, sehr schön. Muss die vorletzte sein insgesamt. So, was sagt uns die Karte denn Feines? Hier haben wir noch eine Geschichte. Machen wir die Geschichte, die ist näher dran. Tadam. Whoops. Will ich nicht. Warum besorgt er sich nicht einfach eine Hure? Dürfte ich bitte hier einmal lang? So, warten wir mal kurz, bis wir aus dem Kampf sind. Alle tragen all seine Masken. Okay, was ist denn hier los? Ein Eindringling! Der gehört nicht dazu! Beschützt den Gast! Tatsache, das schwerblendige Gegner. Die Augen des Königs. Belohnung, eiserne Maske. Ein geheimer Untergrundkult hofft auf die Rückkehr des ihnen verehrten Mannes mit der eisernen Maske. Die Rückkehr des Gastes wurde prophezeit. Tretet in Kontakt mit den drei Meistern der eisernen Maske und nehmt ihre Schlüssel an euch, um den Raum vorzubereiten. Ach, die Meister liegen nicht hier rum. Natürlich nicht. Schöne Musik hier unten. Huch, da liegt einer. Ach, halt selber an. Ach. Da bist du ja. Ich opfere dich, Mane. Ja, mein Vater war eine fette Schnecke, du Idiot. Und Donkey. Über den Dächern. In dem Schloss drin? Okay. Da oben ist ein Band, ja. Huch.
Schnauze! Kann das blitzen? Was? Was ist denn das? Ein Stock weghören. Vorzüge ich doch den Weg hier über die Fenster. Holzbein, wie cool. Nichts. Ich sollte ohnehin besser zurück. Also so für einen Typen mit Holzbein ist das bestimmt nicht cool, aber wir sahen aus wie ein Pirat. So ein bisschen zumindest. Meine Stimme macht gerade irgendwie alles durch. Was soll denn das? Lass mich durch, lass mich durch, lass mich durch. Hat drumherum gelaufen. Ja, ist er. Entspann dich, Frau. Hey. Hey, du kommst sofort her. Dief, hilf mir. Du bist der Helfer unerwünscht. Habe ich mir auch gedacht, als ich dein Gesicht gesehen habe. Kumpelhackfresse. Na, ist da jemand betrunken? Danke. Auf zum Gästezimmer. Laufen. Wir tun laufen. Durch die schöne Stadt hier. Machen wir es mal so. Das hat echt so nochmal ein ganz anderes Feeling. Sieht das cool aus. Hui. Entschuldigung, falsches aus. Ich wollte eins weiter. Dann schauen wir mal rein. Schönes Gästezimmer. Mit Flügel, mit Umziehecken, Badewanne, Bett. Ein riesiges Bett. Kronleuchter. Memorien von Ludwig den 14. Ja, toll. Das glaube ich auch. Der Gast. Ludwig der Eiserne Maske freigeschaltet. Ich glaube, der kommt. Der Mann mit der eisernen Maske. Darf man. Ah, fuck. Charakteranpassung möchte ich mal gucken. Wir haben jetzt die eiserne Maske bekommen. Können wir die aufsetzen?
Nee, schade. Das hätte ich irgendwie cool gefunden. Ah, wir haben die Zweispitz-Outfit und die eiserne Maske. Ach, das Outfit haben wir ja eh an. Schauen wir uns das mal an im Spiel. Sieht aus wie so ein kranker Perversling. Na schön, das war's aber auch von heute. Aus den beiden Nebenmissionen. Morgen werden wir uns nochmal dem Mordfall widmen und dann werden wir auch direkt morgen, glaube ich, noch in die nächste Story-Mission starten. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen und vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis morgen hoffentlich. Ciao. Fate brought me here for a reason. Perhaps it's time I let go of the past and took a leap of faith.